Hannover 96 im Derby gegen den BTSV. Nach dem Derby ist vor dem Derby, heute auch im 96-Karrieremodus. Wir wollen den BTSV besiegen. Schaffen wir das, ist die große Frage. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Es geht gegen den BTSV. Es ist endlich soweit. Wir spielen gegen Braunschweig in diesem Karrieremodus. Vorher ganz, ganz wichtig zum Start der Episode. Ihr habt es euch gewünscht und natürlich will ich dem Wunsch nachkommen, denn ich habe es mir auch gewünscht. Wir stellen die Kommentatoren endlich aus, sodass dieses nicht mehr nervt. Und dazu stellen wir die Schwierigkeit hoch in diesem Karrieremodus auf Ultimativ. Das habt ihr euch ebenfalls gewünscht. Ich glaube immer noch, dass es zu krass ist, aber wir machen es einfach, denn ich glaube, ansonsten könnte es früher oder später zu einfach werden. Und das soll natürlich gerade gegen den Erzrivalen nicht der Fall sein. Die wollen wir auch weghauen auf der schwierigsten Stufe. Bevor wir das Ganze machen, verpflichten wir aus unserer eigenen Jugendakademie das, was ihr euch gewünscht habt, und zwar Levin Bender. Ihr habt euch ganz explizit gewünscht, dass wir den hochholen, dass wir den pushen, und genau das machen wir natürlich auch, ist selbstverständlich, denn wir wollen einen krassen Jugendspieler haben, der aus der eigenen Jugend hochkommt und richtig zerstört, und der hat bereits ein 70er Rating. In dem Alter absolut überragend, vielleicht der krankste Jugendspieler, den ich gesehen habe, denn er ist nicht nur 1,90 groß und schnell, sondern hat auch 5-Star Skills und 5-Star Weakfoot. Mehr geht nicht, und dementsprechend ist er auch direkt im Kader in unserem ersten Spiel. Da geht's gegen den FC St. Pauli, das heißt so ein kleines Nordduell. Wenn es euch heute gefallen sollte und wenn ihr Bock habt auf mehr Episoden, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, und gerade für dieses Spiel, das kann ich im Voraus schon mal sagen, könnt ihr definitiv einen Daumen nach oben da lassen. Wir spielen zu Hause in der HDI Arena, das heißt, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Das ist unsere große Mission. Wir sehen hier schon unsere Fans in absoluter Topform, und selbstverständlich wollen wir das Ganze heute auch präsentieren. Wir wollen auch zeigen, wir sind in Topform, wir sind Aufstiegsfavorit, und die letzten Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Auch wenn die Tabelle ganz gut aussieht, wir haben 18 erzielte Tore. Die Geschichte zweier Teams, St. Pauli, nämlich nur ein Drittel davon, nur 6 erzielte Tore. Das heißt, im Normalfall müssten wir die heute hier im heimischen Stadion an die Wand klatschen. Aber es ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob die Statistik wirklich das ist, an was man glauben soll. Dementsprechend gehen wir rein in die Partie und wollen diesen Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber wir stehen natürlich auch mit der besten Elf rein. Dementsprechend ist Unterschätzen sowieso schon mal nicht angesagt. Es geht relativ spannend los, und zwar mit St. Pauli. St. Pauli kommt nach vorne über Ditkin und der auf Lamford, und der hat die erste Gelegenheit, aber er schießt am Tor vorbei. Ganz, ganz wichtig, dass nicht der erste Schuss auf Ultimativ gleich sitzt. Das ist wichtig für mein eigenes Selbstverständnis, aber war schon relativ knapp in dieser Situation. Andere Seite, wir sind natürlich auch vorne präsent und kommen so ein bisschen um durch das Spiel um den 16er herum in die Szenen rein, wie hier mit Sei Muroya, unser Rechtsverteidiger, aber gut abgewehrt von Robin Himmelmann, hält diesen Ball klasse und dementsprechend weiterhin 0:0, aber wir sind jetzt am Drücker, kommen immer weiter und immer besser nach vorne. Linden Meiner angeschlagen, aber für den Schuss reicht es noch, nur leider geht er nicht rein. Ist nicht seine größte Stärke, gerade aus der Distanz nicht der beste Schütze. Wir werden aber immer besser, und dann der lange Ball von Genki Haraguchi auf Mike Franz, und der macht das 1:0. Wir gehen in Führung, und zwar nach 22 gespielten Minuten. Hochverdient zu diesem Zeitpunkt, denn wir haben uns richtig in Rausch gespielt. Wir hatten die Gelegenheiten, haben sie nur nicht genutzt. Pauli hat gar nichts mehr gemacht, und dementsprechend treffen wir auch relativ früh und haben zumindest schon mal die Führung. Ja, das heißt, die können sich nicht mehr hinten reinstellen, die müssen agieren, und wir wahren unsere Chance auf die 3 Punkte. Franz freut sich natürlich, sein drittes Saisontor bereits, der ist richtig wichtig nach seiner Verpflichtung, auch wenn das Rating es nicht hergibt. Dank der Bissigkeit, dank der Form, die er hat, kann er sehr wichtig für uns werden. Wir machen weiter in der Offensive, und zwar mit sehr, sehr viel Spielfreude, und wir sehen es hier in der Szene, das ist einfach wunderbarer One-Touch-Football. Franz steht wieder frei vom Tor, aber leider ist Robin Himmelmann da, kann den Ball parieren, gut gehalten, aber es geht immer, immer weiter. Henrik Weidern allein auf weiter Flur, allein vorm Kasten, und den muss er machen, da sind wir uns alle einig. Den muss er definitiv im Tor unterbringen. Er macht's aber nicht. Er bringt ihn nicht im Tor unter, er schießt den irgendwie drüber. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber müssen wir jetzt mitarbeiten. Auf der anderen Seite kommt St. Pauli das erste Mal richtig gefährlich nach vorne. Huiuiui, da haben wir ganz schön Glück gehabt. Schuss auf die kurze Ecke, geht aber nicht rein. Wir springen in Halbzeit 2 und wir setzen die sofort unter Druck. Das ist unser Stilmittel. Die sollen gar nicht ins Aufbauspiel kommen, sondern wir. Wunderbar. Haraguchi, letztes Mal gegen Bochum hat er diese Chance vergeben, diesmal nutzt er sie, und wie eiskalt er das macht, sehen wir gleich in der Wiederholung nochmal, der schiebt den da so entspannt rein, das ist eine Qualität, die wir brauchen, das ist diese Ruhe, die wir ausstrahlen müssen. Und das macht er einfach gut, das macht er einfach schön. Dementsprechend 2:0, und es geht direkt weiter. Niklas Hult, Flanke, Weidern, Kopfball,
Kann man machen. Muss man ganz ehrlich sagen, geht ein bisschen zu zentral auf den Mann, aber ist ein starker Angriff gewesen und zeigt, dass wir eben auch über Flanken kommen können und auch über Kopfbälle gefährlich sein können. Das ist ziemlich, ziemlich stark. Andere Seite, Kieré, der wurde eingewechselt und das hätte ein Tor verdient gehabt, dieser Angriff. Muss man ganz ehrlich sagen, hat er sehr schön gemacht, sehr starkes Solo, aber Michael Esser ist wach, ist da und spielt deutlich besser als in Simulation und hält hier die ganz, ganz wichtigen Bälle. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar. Dann der Wechsel, Doppelwechsel. Dominik Kaiser kommt, unter anderem geht Mike Franz, es geht auch Linton Meiner runter und ich stehe da auch im 96-Trikot, ihr habt es gerade gesehen als Trainer, ein bisschen komisch, aber Levin Bender kommt und der hat direkt seine erste Szene geschickt von Haraguchi und Leute, ihr wisst, was jetzt passiert. Levin Bender geht in den 16er, erstes Spiel, 2 Minuten auf dem Feld und macht sofort das Tor. Das ist genau das, was ich meine. Wir brauchen Jugendspieler, die richtig Bock haben, uns in die erste Liga zu schießen und mit denen wir aus unserer eigenen Jugendakademie Stars formen. Und das könnte Levin Bender sein. Erstes Spiel, erstes Tor, die Stats, die ihr gesehen habt. Vielleicht der krasseste Jugendspieler, den ich jemals hatte. Und ich hatte krasse Jugendspieler, gerade auch im Karrieremodus mit Hannover 96 oder im Karrieremodus mit Newcastle. Ich erinnere nur für diejenigen, die OGs werden es wissen, Lennart Adjetey-Sippel, der war Sechser, hat solche Tore nicht geschossen, solche Abschlüsse nicht gezeigt, aber der war auch richtig geisteskrank und vielleicht haben wir das Glück mit Levin Bender auch. Und vielleicht sind wir im nächsten Spiel auch Gott sei Dank wieder mit Trainingsanzug da, weil im Trikot sieht das sehr komisch aus. Ich weiß nicht, was da irgendwie Phase ist oder was da der Bug ist. Pauli kommt aber tatsächlich nochmal zurück. In der Szene sieht Esser nicht so gut aus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Rutscht da am Ball vorbei, nicht optimal, aber ist im Endeffekt der Anschlusstreffer. Kann man im Nachhinein nichts gegen machen. Also wir müssen dementsprechend jetzt aufpassen. Das Tor übrigens von Benatelli. Und wir schwimmen. Wir fangen an zu schwimmen. 77. Minute. Nochmal Pauli und nochmal Tor. Das darf niemals passieren. Nach 3-0 Führung, dass wir ins Schwimmen gekommen, vor eigenem Publikum. Kieré hat sich nach dieser Einzelaktion vorhin sein Tor verdient. Aber das darf trotzdem nicht der Fall sein, dass wir jetzt hier tatsächlich noch Gegentore kassieren. Andere Seite, Nachspielzeit. Wir haben nochmal eine Chance. Meiner, aber da kommt Bender nicht ran. Und das war zum Glück die letzte Szene. Wir gewinnen also im Endeffekt gegen St. Pauli. Aber knapper als gewünscht. Nach einem 3-0, ein 3-2 noch. Nicht optimal. Darf beim nächsten Spiel auf jeden Fall nicht mehr so laufen. Aber für den Moment ist es völlig in Ordnung. Denn 3 Punkte sind 3 Punkte. Man of the Match Haraguchi. Aber ganz, ganz wichtig. Levin Bender, merkt euch den Namen, der könnte nämlich in den nächsten Spielen auch wichtig werden. Und ich wollte direkt erstmal seinen Entwicklungsplan anpassen. Problematik ist, der hat schon einen optimalen Entwicklungsplan, da brauchen wir gar nicht groß was ändern, denn Flügelspielmacher ist genau das, was ich mir bei ihm vorstelle. Er hat aktuell den Fokus auf seine Spezialbewegungen, auf den 5-Star-Skills, die können gar nicht mehr besser werden. Aber auch ansonsten gefällt mir das. Ja, Stellungsspiel, Offensiv, Fernschüsse, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Tempo könnte noch besser werden, aber da fokussieren wir uns später drauf. Erstmal soll er ruhig in diesem Entwicklungsplan bleiben. Und Leute, was ist das denn? Was ist das denn? Peine Ost will Simon Stehle ausleihen? Dieses Spiel ist absolut unrealistisch, wissen wir alle, aber was erwarten die? Ist doch klar, dass ich das ablehne. Also mit sowas von Selbstverständlichkeit, das merke ich mir. Dass die so frech sind und sich wirklich erlauben, hier irgendwie nochmal ranzugehen an unsere Spieler. Wir spielen erstmal gegen Nürnberg, bevor es zum Derby kommt. Ist das letzte Spiel in dieser Episode, was wir zeigen werden. Spielen zu Hause, jetzt spielen wir nämlich auswärts, das heißt, wir lassen es richtig krachen. In der Realität hat es geklappt, hoffentlich so auch. Erstmal gegen Nürnberg, wir spielen das Ganze simuliert, aber ich habe festgestellt, wenn man eingreift, dann kann man tatsächlich auch zurück in die Simulation springen. Das will ich hier mal ausprobieren und euch zeigen, denn wir vergeben unsere Chancen einfach zu fahrlässig. Das ist in der Simulation das große Problem und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, nachdem ich das gesehen habe, weil ich privat gespielt habe, jetzt hier in der Situation, hier beim Konter, muss ich eingreifen, sonst wird er nicht gut genug gespielt. Deswegen springen wir rein und wir haben eine richtig gute Kontersituation. Langer Ball auf Linton Meiner, der ist schnell und guckt mal am oberen Bildrand, wo ich eigentlich bin. Guckt mal, wer da kommt. Da kommt nämlich wer. Und zwar Kingsley Schindler. Und wie der den reinknallt, das ist genau das, was ich sehen möchte. Genau deswegen springe ich in diese Szene rein, weil ich dieses Tor schießen möchte. Und das ist genial gemacht von Schindler, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ihr merkt heute übrigens nachkommentiert, klar. Ab nächster Woche ist es wieder live. Aber diese Woche wollte ich es nochmal so ausprobieren, damit ihr nochmal einen anderen Eindruck habt. Absolut überragender Ball von Meiner. Absolut überragende Annahme von Schindler mit der Brust. Und der knallt den gegen den rechten kurzen Innenpfosten und rein. Kann man sich nicht beschweren. Nicht sicher, überhaupt nicht, aber erfolgreich. Und das ist das Wichtige, denn so führen wir und springen dementsprechend zurück in die Simulation. Und da ist natürlich die große Sache, wir können nicht aktiv eingreifen, es geht nicht. Wir können lediglich, wenn wir eine Chance haben, sagen, okay, wir greifen ein, gehen ins Spiel. Aber wir können nicht sagen, schieß oder verteidige. Und das ist unser großes Problem, weil Nürnberg kommt zurück vor heimischem Publikum. Die haben nämlich auch Bock im Max-Morlock-Stadion. Und da sieht man hier, die spielen sich nämlich richtig schön um unseren 16er rum. Keiner ist da und jetzt springe ich rein in die Partie. Aber ihr seht es schon, leider ein bisschen zu spät, denn Misi Can, der ja damals diesen Elfmeter bzw. Freischuss rausgeholt hat und rot für Albanos nach nichts. Der macht hier das Tor. Richtig ärgerlich für mich. Zweite Halbzeit. Wir haben wieder Gelegenheiten vorne, aber wir schießen nicht.
Wir schießen schon wieder nicht. Das zeigt genau, warum ich eingreife. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das unfair findet, wenn ich in Situationen eingreife. Aber ich muss es tun, weil Leute, ganz ehrlich, das funktioniert so nicht, wenn die nicht schießen. Dann können wir auch keine Spiele gewinnen und wir müssen gewinnen, um aufzusteigen. Hier in der Szene hätte ich vielleicht nicht eingreifen sollen. War nämlich nicht optimal. Aber die geht noch weiter, beziehungsweise wir kriegen nochmal den Ball. Und dementsprechend nutze ich den Angriff noch. Und Haraguchi auf Franz, sagt euch das was? Sagt euch das was? Genau das sagt euch nämlich. Wir machen wieder das gleiche, quasi baugleiche Tor, wie gerade bereits gegen Pauli. Mike Franz nach Vorlage von Genki Haraguchi geschickt mit dem linken Fuß. Und wenn wir uns die Wiederholung angucken, das war schon ziemlich stark von Haraguchi gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Genki wartet da lange, dass Franz läuft. Franz läuft aber auch, ist überhaupt nicht angegriffen, hat überhaupt kein Gegenspieler und macht eben die Bude. Viertes Saisontor als Sechser und das, obwohl er nur ein 69er Rating hat. Aber da sieht man die Bissigkeit, da sieht man, wie wichtig die Form ist. Und dementsprechend sind wir wieder in Führung. Andere Seite, Pascal Köpke, den wollten wir mal haben von Erzgebirge Aue. Mit dem Elefantenjubel, wisst ihr? Mit dem hier. Gott sei Dank macht er das Tor nicht. Das wäre ziemlich, ziemlich bitter gewesen. Aber Nürnberg kommt nochmal. 88. Gott sei Dank bin ich noch drin in der Partie. Habe nochmal eingegriffen. Das war das zweite Mal, dass ich eingegriffen habe. Denn ich kann das hier verteidigen in Form von Seymour Royer. Und dann war es auch durch. Wir gewinnen gegen Nürnberg. Zweiter Sieg dieser Episode. Und ihr wisst ja, aller guten Dinge sind drei. Und jetzt kommt das Derby. Das heißt, es gibt keinen besseren Zeitpunkt jetzt, um zu gewinnen. Es gibt einfach keinen mehr. Es gibt auch keine Ausreden mehr. Also wir können jetzt viel darum reden, dass wir hier die letzten Spiele gut agiert haben. Wir müssen jetzt gewinnen. Dementsprechend gucken wir uns auch die PK an und schauen mal, was ich da zum Besten gegeben habe. Beziehungsweise schauen uns die dusseligen Fragen der Kommentatoren an. Diese Blödelbaden haben nämlich ein bisschen, ja, doofe Fragen gestellt. Ich sage natürlich, die Mannschaft ist gefragt in so einem Spiel. Ist logisch. Es kommt jetzt darauf an, was die beweisen, wie sie als Mannschaft geformt sind, auf den Charakter des Teams. Denn das kleine Underdog-Team hat meistens den besseren Charakter und das kann entscheidend sein. Aber wir müssen mit spielerischer Qualität überzeugen und zeigen, dass auch wir Mentalität haben. Ja, ansonsten, wie sieht das aus mit der Strategie nach dem letzten Spiel? Leute, ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir müssen die so oder so besiegen. Vollkommen egal, wie die letzten Spiele. Selbst wenn wir die letzten Spiele 3-0 verloren hätten, das Spiel ist das Wichtigste des Jahres. Zu Hause gegen den Erzrivalen, das müssen wir gewinnen. Da gibt es keine zwei Meinungen, gibt es auch keine Diskussion drüber. Und das wird gleich natürlich im Bundesliga-Stil kommentiert. Ihr habt das letzte Mal nicht die 300 Likes geknackt. Nicht mal im Ansatz, war aber auch eine blöde Upload-Zeit. Vielleicht schaffen wir heute die 200 fürs Derby. Haut mal 200 Likes raus, wäre mega geil. Vor dem kommentierten Spiel jetzt gegen den BTSV. Und da springen wir jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich nach der Partie wieder. Es ist Derbyzeit in Niedersachsen. Eintracht Braunschweig zu Gast bei Hannover 96 in der ADI Arena. Großes Spiel für Trainer MGT in seiner ersten Partie als 96-Coach in seinem ersten Derby. Daniel Mayer auf der anderen Seite ebenfalls mit seinem ersten Derby. Dementsprechend große Erwartungen auf beiden Seiten. Beide Fanlager selbstverständlich reklamieren den Sieg in diesem Spiel für sich. Aber Hannover 96 ist der klare Favorit vor diesem Spieltag. Könnte mit einem Sieg auf Tabellenplatz Nummer 1 springen. Eintracht Braunschweig in der Tabelle ein bisschen weiter unten und deutlich schlechter gestartet als 96. Nur 9 Tore, Hannover bereits mit 23 erzielten Toren aus den ersten 10 Spielen. Überragende Offensive und nicht zuletzt auch mit einem guten Keeper. Michael Esser bisher einer der stärksten Rückhalte der Liga. Also das Gesamtpaket scheint diese Saison bei 96 zu stimmen. Im Aufsteiger aus Braunschweig ist das Ganze nicht so entspannt. Allerdings sind sie trotzdem guter Dinge, heute Punkte mitzunehmen. Denn das Derby, hat Daniel Mayer vor der Partie gesagt, ist immer ein anderes Spiel. Wir springen rein in diese Partie. Sie sehen es bereits, liebe Zuschauer, Regen in Hannover, das heißt richtig dreckiges Wetter und richtig dreckige Atmosphäre, nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Rasen. 96 ist das Team, was besser startet in diese Partie, und zwar mit Linton Meiner, der überläuft die Abwehrkette der Braunschweiger, schafft es aber nicht, den Ball in die Mitte zu legen. Erste dicke Gelegenheit, 96 von Anfang an deutlich besser und kommt über Levin Bender, zuletzt gegen St. Pauli mit seinem ersten Tor zu Hause vor heimischem Publikum. Nach Einwechslung kann er den Ball nicht im Tor unterbringen und auch die künstlerische Darbietung von Kapitän Dominik Kaiser reicht bei diesem regnerischen Dreckswetter in Hannover nicht aus, um das erste Tor des Abends zu erzielen. Aber Bender, der hat richtig Lust auf Fußballspielen, ist erst sein drittes Spiel für die Profis von Hannover 96. Dementsprechend auch noch ein bisschen ungestüm in einigen Situationen. Hier mit dem Abschluss hätte er vielleicht besser abgespielt. Auf der anderen Seite auch der erste Torschuss für Eintracht Braunschweig. Nick Proschwitz, der ehemalige Meppener, hier mit dem Schuss. Allerdings wäre er im Abseits gestanden. Natürlich aber auch eine fantastische Parade von Michael Esser, der das 0:1 aus Hannover
Hannover Sicht verhindert. Und hier verhindert es nur Nick Proschwitz selber auf rutschigem Untergrund. Wird das Geläuf natürlich extrem wichtig für die Schnelligkeit des Balls. Allerdings zischt er hier am Pfosten vorbei. Da wäre Esser wohl nicht mehr rangekommen. Das war's aber mit der Hochphase der Blau-Gelben. Auf der anderen Seite Hannover wieder mit dem langen Ball über die Abwehr. Bender, und er ist in der Mitte. Hendrik Weidand. Allerdings macht das alleine. Der hat einfach richtig Lust auf Fußball. In der Situation wäre es wieder besser gewesen, in die Mitte zu legen. Aber man sieht, dass der Junge einfach Bock hat. Und das geht genauso weiter. Franz mit dem Ball auf Bender. Der ist auf seiner Seite viel zu oft, viel zu flank. Die Flanke in die Mitte. Und Hendrik Weidand ist da. 1:0. Hannover 96 geht in Führung. Durch den 96er Jungen, durch den Mann aus der Region Hannover, Hendrik Weidand mit dem Derby-Kopfballtor. Sein erstes Tor im Derby, und die Fans drehen völlig zurecht durch. Wunderbarer Spielzug, Franz nach außen auf Bender, der mit der Flanke. Und Weidand ist da, setzt sich in der Luftklasse durch. Das ist seine Stärke, die hat er bereits unter Beweis gestellt diese Saison. 7. Saisontor und damit fast so viele Tore wie die gesamte Offensive der Braunschweiger bisher. Und es geht weiter mit 96. Franz im 16er legt den Ball zurück. Weidand allerdings ist das ein bisschen zu kompliziert, will nicht direkt abschließen. Und das ermöglicht Braunschweig, den Konter einzuleiten. Proschwitz und Kammerbauer. Und der geht einfach mal ein bisschen, wird nicht richtig angegriffen. Langer Ball auf Kaufmann, auch der ist außen sträflich frei und setzt sich da durch gegen Niklas Hult. Das ist viel zu einfach für die Braunschweiger. Und da ist der Ausgleichstreffer. Aus dem Nichts kommt Braunschweig zurück, weil 96 vorne zu kompliziert spielt und hinten zu wackelig steht. Das ist natürlich gar nicht nach dem Geschmack von MGT, aber völlig nach dem Geschmack von Daniel Mayer. Ganz, ganz stark außen durchgesetzt von Kaufmann, hat aber auch keinen richtigen Gegnerdruck. Und in der Mitte ist niemand bei Nick Proschwitz, bei Patrick Kammerbauer, Entschuldigung, mit seinem 3. Saisontor für die Braunschweiger, der Mittelfeldspieler, der gefährlichste Spieler bisher bei den Blau-Gelben. Allerdings hat auch Hannover offensive Qualitäten, wir haben es bereits gesagt. Dominik Kaiser mit dem 2:1, Nachspielzeit, erste Halbzeit, und das ist natürlich zu einfach. Da steht Braunschweig schlecht und dementsprechend kann 96 ganz locker auf 2:1 erhöhen. Schindler mit dem Ball in den Rückraum und niemand, wirklich niemand, ist bei Kaiser. Der verarbeitet den klasse und wir sehen es hier weit und breit nicht bedrängt und kann den Ball an Engelhardt vorbeisetzen in die rechte untere Ecke zum 2:1. Die Fans dementsprechend zufrieden zur Halbzeit. Der Kapitän bringt seine Mannschaft in Führung, aber 96 reicht das nicht. Auch im zweiten Durchgang direkt wieder vorne mit dabei, setzen den Gegner früh unter Druck und dann Engelhardt mit dem Ball raus. Da verlieren sie das Kopfballduell zweimal und dann ist da Bender und der macht das Tor für Hannover 96. Sein erstes Derby, zweites Heimspiel, zweites Tor und der feiert vor den Braunschweig-Fans. Der provoziert, der steckt sich die Finger in die Ohren. Ich kann euch nicht hören. 96 mit 3:1 in Front. Ganz schlecht herausgespielt von Engelhardt, ganz schlecht verteidigt gegen Weidand und niemand ist bei Levin Bender. Und dass der torgefährlich ist, hat er bereits gegen St. Pauli unter Beweis gestellt und auch hier trifft er zum 3:1 für Hannover. Die Fans völlig aus dem Häuschen und Bender macht sich mit diesem Tor bereits unsterblich in seinem 3. Spiel als Profi. Aber Hannover mit Schwächen in der Folge lässt Braunschweig aufs Tor kommen. Proschwitz in dieser Situation gegen Michael Esser, den hält er klasse. Aber da darf natürlich Proschwitz niemals so frei zum Abschluss kommen. Und wäre Essers Fuß nicht da gewesen, dann wäre dieser Ball wohl ins Tor gegangen. Aber Hannover hatte natürlich auch offensiv noch ein bisschen was zu melden. Vor allem der starke Bender sitzt sich hier durch gegen Nicolau. Der hat richtig Spaß am Fußball, allerdings dann ein bisschen zu verspielt im 16er. Das könnte sich natürlich rächen, aber da sieht man mal, was der für ein Selbstvertrauen hat. Quirlig unterwegs, 4 Torschüsse, 1 Tor gemacht, 71 Minuten durch. Das ist eine richtig starke Leistung vom 17-Jährigen. Aber Braunschweig gibt sich nicht auf. Sie kämpfen weiter. Sie lassen sich auskontern, aber sie sind offensiv immer wieder gefährlich. Esser kann den ersten Ball abwehren, aber dann ist plötzlich niemand mehr da. Niemand mehr bei Kupusovic. Tor für Braunschweig. 80. Minute, plötzlich sind sie wieder dran und das ist viel zu einfach. Da steht Hannover nicht richtig, da sind sie defensiv nicht auf der Höhe. Niemand bei Kupusovic und der nutzt seine Qualität. Esser chancenlos, aber es reicht nicht. Hannover 96 gewinnt das Derby gegen den BTSV.
Große Freude in Hannover. Man schafft es, die nächsten drei Punkte einzufahren. Setzt sich an die Tabellenspitze. Natürlich Frust und Enttäuschung bei den Braunschweigern. Aber Hannover über 90 Minuten das bessere Team. Die Abwehrschwäche müssen sie abstellen. Aber heute sind sie verdienter Derby-Sieger. Und das nicht zuletzt wieder wegen Levin Bender, der 17-Jährige, in seinem ersten Derby mit der Entscheidung Hannover 3, Braunschweig 2. So läuft das hier nämlich. 96 ist nämlich die Macht in Niedersachsen und definitiv nicht blau-gelb. Wolfsburg lassen wir ausgeklammert. Die sind ja kein richtiger Verein, wenn man so möchte. Das ist ja quasi eine Firma. Wir sind hier die traditionelle Nummer 1. Und das haben wir dieses Mal klar gemacht. War knapper als gewünscht, aber wir waren deutlich überlegen. Und wie geil, ich lasse die Fragen jetzt mal im Hintergrund unkommentiert, ihr könnt das lesen, wenn ihr möchtet. Wie geil ist bitte Levin Bender? Was ist das für ein geiler Typ, oder? Der wird zweimal eingewechselt, beziehungsweise er stand in der Startelf dieses Mal, beim ersten Mal eingewechselt, macht in seinen beiden ersten Heimspielen direkt Tore mit 17 Jahren. Absolut überragender Typ. Genial. Könnte der Spieler für uns überhaupt werden. Ist der krasseste Jugendspieler vom Potenzial her, den ich jemals hatte. Und glaubt mir, wir machen den richtig groß. Das ist unser Ziel in diesem Karrieremodus. Wir machen Levin Bender groß. Vollkommen egal, was hier passiert. Levin Bender wird unsere Nummer 1. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Der wird für immer bei 96 bleiben. Den werde ich niemals verkaufen. Und wenn da 120 Millionen geboten werden, auf gar keinen Fall. Wir sind dank ihm, dank seines Tors. Er hat uns zum Sieg geschossen. Wir sind in der Tabelle auf Platz 1. Wir haben es durch den Derby-Sieg geschafft, in der Tabelle auf Platz 1 zu kommen. Geiler geht's doch gar nicht. Es gibt kein besseres Gefühl. Nach 11 Spieltagen sind wir ganz oben. Und nächste Episode machen wir richtig vorwärts, beziehungsweise machen wir richtig Progress. Und dann haben wir hoffentlich fast schon Winterpause. Und dann kommen in der übernächsten Episode die Transfers. Das heißt, seid bereit, in der nächsten Episode eure Wunschtransfers zu schreiben. Merkt ihr euch schon mal. Schreibt euch Notizen. Merkt euch genau, wen ihr haben wollt. Denn das wird die große Frage. Aber bitte kein Flügelspieler, weil der Matchwinner, Levin Bender, wird auf jeden Fall unsere neue Nummer 1 auf dem Flügel. Auch wenn Kingsley Schindler weg ist und auch wenn ich eventuell nach der ersten Saison eine Pause einlege mit diesem Karrieremodus. Ich habe nämlich noch ein bisschen was anderes vor. Darauf könnt ihr euch freuen. Und ich sag einfach nur mal STG. Vielleicht könnt ihr euch darunter schon was vorstellen und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Da werden coole Videos kommen, hoffe ich, wenn mein Laptop nicht wieder Faxen macht. Das war die letzten Wochen das Problem. Heute hat er sich zumindest bei der Aufnahme zusammengerissen. Wir spielen den Pokal gegen Bochum, das wird das erste Spiel der nächsten Episode sein. Und für heute war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich würde mich über 200 Likes mega freuen. Schaut in der Videobeschreibung vorbei beim Discord, wenn ihr euch für Ultimate Team und Trading interessiert. Am Sonntag kommt das nächste Video 7 Minutes Quartz und am Samstag kommt eine Episode der Trade to Glory. Das heißt, für alle Trader da aufmerksam sein und vor allem mir auf Instagram folgen, denn da kommt jetzt auch täglicher Trading-Content, beziehungsweise habe ich jetzt einen Storyplan. Das heißt, ihr werdet jeden Tag auch da mit Content versorgt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.